Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Ich freue mich auch, dass viele Kinder hier sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten interreligiösen Friedenskonzert unter dem Motto Zuerst Mensch in Musik vereint, hier in der Kreuzkirche zu Dresden. Christen, Buddhisten, Juden, Muslime und Atheisten wollen durch das gemeinsame Musizieren symbolisch, wie auch ganz konkret verdeutlichen, dass das Verbindende zwischen den Menschen stärker sein kann als das Trennende. Gerade in der gegenwärtigen schwierigen Zeit, in denen Angst und Unsicherheit vielfach zu dominieren scheinen, möchten wir dazu ermutigen, die Mauern in den Köpfen und vor allem in den Herzen einzureißen und stattdessen Brücken zu bauen. Wir hörten als erstes ein Stück aus Joseph Haydns Die Schöpfung, und zwar das Stück Die Vorstellung des Chaos. Das Stück steht programmatisch für unser Konzert, denn erstens, die Entstehung der Erde geht allem Leben auf unserem Planeten voraus. Die Erde ist die Heimat aller Menschen. Das Chaos, also der Zustand der Unordnung, des Krieges, der Destruktivität einerseits, aber auch Ausgangspunkt für Entwicklung, Hoffnung vom Dunkel ins Licht andererseits. Die Spannung zwischen Chaos und Ordnung, Licht und Finsternis, Krieg und Frieden, Flucht und Ankunft sind die dramaturgischen Leitgedanken unseres Konzerts. Meine Damen und Herren, wir sind sehr glücklich, den Schirmherrn dieser Veranstaltung, unseren Oberbürgermeister von Dresden, Herrn Dirk Hilbert, hier begrüßen zu können. Und vielleicht kann er ein paar kleine Worte uns vermitteln. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Paulus, lieber Herr Superintendent Bär, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an, wusste schon E.T.A. Hoffmann. Er war schließlich beides, romantischer Dichter und Komponist, Verfasser des Märchens Der goldene Topf und Schöpfer der Oberundine. Beide Werke schuf Hoffmann in Dresden, wo er bis 1817 als Kapellmeister wirkte. Musik ist eine unverwechselbare Sprache. Und eine universelle Sprache, die Menschen über alle zeitlichen und räumlichen Grenzen miteinander verbindet. Sie hat die wunderbare Eigenschaft und Funktion, überall und unmittelbar zu wirken und verstanden zu werden. Genau das ist auch das Anliegen des zweiten interreligiösen Friedenskonzerts, für das ich sehr gern die Schirmherrschaft übernommen habe und das Bestandteil der 26. interkulturellen Tage ist. Das Motto, zuerst Mensch in Musik vereint, bringt es sehr gut auf den Punkt. Wir, egal wo wir geboren und aufgewachsen sind, egal welcher Religion wir angehören oder ob wir Atheisten sind, wir alle sind Erdenbewohner, die Achtung, Höflichkeit und Toleranz verdient haben. Das heutige Konzert kann mithelfen, uns genau dies wieder bewusst zu machen. Es hilft nicht zuletzt, interkulturelle Brücken zu bauen und fördert unser Verständnis füreinander. Das ist in turbulenten Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, dass es in unserer Stadtgesellschaft viele polarisierende Stimmungen und Meinungen gibt. Ich habe bei den Bürgerveranstaltungen in der Kreuzkirche selbst gemerkt, wie schwierig es für viele ist, einfach nur einander zuzuhören, ohne gleich ein moralisches Urteil abzugeben. Wenn Menschen mit Argumenten nicht mehr erreichbar sind, kann die Kunst, kann die Musik eine Chance sein, um Gräben zu überwinden. Durch Zuhören. Zuhören kann das Herz öffnen für Neues, Unverstandenes. Ich danke dem BIRD, Bündnis Interreligiöses Dresden e.V., sehr herzlich dafür, dass er das interreligiöse Friedenskonzert jetzt zum zweiten Mal auf die Beine gestellt hat. Mein Dank gilt auch den vielen Unterstützern und Förderern. Uns Konzert besuchen, wünsche ich nun viele zauberhafte und verbindende Momente
beim gemeinsamen Lauschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herrn Hilbert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Middle East Peace Orchester besteht aus herausragenden Musikern verschiedener ethnischer Gruppen. Sie kommen aus dem Mittleren bzw. aus dem Nahen Osten, aus Skandinavien und den USA. Und sie geben gemeinsam Konzerte für den Frieden. Das Repertoire reicht von jüdischem Klezmer über arabische Liebeslieder bis hin zu klassischen oder eigenen Kompositionen. Gegründet wurde das Middle East Peace Orchester 2003 von Henrik Chaim Goldschmidt. Er ist Solo-Oboist der Königlichen Kapelle Kopenhagen und er wollte dem bedrückenden Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dem stagnierenden Konflikt im Nahen Osten etwas entgegensetzen. So entstand die Idee, das Ensemble zu gründen, welches verschiedene Seiten der auseinandersetzenden Parteien durch Musiker vertreten werden, die sich gegenseitig respektieren und den Mut haben, zusammenzuspielen. Die ersten Auftritte hatten sie in Skandinavien im Januar 2004. Seitdem spielt das Ensemble auf großen Festivals weltweit, aber auch in kleinen Theatern wie in Pirna, in unserem Theater am Donnerstag. Ein wunderbarer Abend, da haben sie was verpasst, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit dem Middle East Peace Orchester.
لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم بالهوى بدلا Fantastisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher des interreligiösen Friedenskonzerts in Dresden. Ein friedliches Miteinander aller Menschen ist nicht nur wünschenswert, sondern auch zwingend notwendig, wenn wir unsere Welt erhalten und die Errungenschaften des menschlichen Geistes, unsere Kultur schützen und weiterentwickeln wollen. Wie mein Freund, der große palästinensische Denker Edward Said, gesagt hat, Ausgrenzung von Menschen und Kriege zwischen den Völkern sind keine Lösungen für die Probleme, die die Menschheit spalten. Und Ignoranz gegenüber dem anderen ist sicherlich erst recht keine Hilfe. Zusammenarbeit und Verbundenheit in einer Weise, wie die Musik sie uns vorlebt, wie wir gemeinsam gelebt, aufgeführt, geteilt und geliebt haben, mag eine Lösung sein. In diesem Sinne begrüße ich die Initiative Bündnis Interreligiöses Dresden und es ist mir eine große persönliche Freude für mich, dass auch ehemalige Musiker des West-Eastern Divan Orchesters das heutige Konzert mitgestalten.
Möge dieser Impuls nicht nur die Menschen in Dresden und Umgebung erreichen, sondern eine Signalwirkung weit in das ganze Land hinein haben. Den Mitwirkenden viel Erfolg und den Zuhörern ein besonderes Konzerterlebnis. Ihr Daniel Barenboim. Der syrisch-palästinensische Pianist Ayem Ahmad wurde in Yarmouk geboren. Yarmouk ist ein Stadtteil von Damaskus und eines der größten Flüchtlingslager der Welt. Hier lernte er von seinem Vater das Klavierspiel. Mit seiner Musik versucht er, sich gegen Terror und Krieg zu wehren. Während der Besetzung durch den IS wird Yarmouk zum sogenannten Todeslager und ist vor allem für die Kinder die Hölle. Er schiebt sein Klavier auf die Straße und spielt und singt für die Kinder und mit den Kindern. 2015 muss er Yarmouk verlassen. Der IS verbrennt sein Klavier. Ohne seine Familie kommt er auf abenteuerlichem Wege erst übers Mittelmeer und dann über die Balkanroute nach Deutschland. Seitdem gibt er Geflüchteten eine Stimme und spielt von Deutschland aus für die Menschen in Yarmouk. Gott sei Dank sind seine Frau und seine Kinder mittlerweile auch in Deutschland. Und er hat den Beethoven-Preis für Menschenrechte erhalten. Er sagt, ich möchte die arabische Musik mit der Klassik kombinieren und mit dem Jazz. Ich möchte die Kulturen durch die Musik zusammenbringen und damit auch die Religionen. Freuen wir uns auf Ayem Ahmad mit dem Stück I Forget My Name. Er Gesang und Klavier und Henrik Goldschmidt Oboe. Und danach hören wir den Hausherrn, Herrn Superintendenten Christian Behr, ein paar Worte für uns sprechen. Dankeschön. Oh.
وهنا توقف الزمان عند رقة خبز وهنا توقف الزمان عند صندوق وهنا Jetzt kommt ein besonders schwerer Part für mich. Mein erster arabischer Satz. Ahlan wie Sahlan fiknise Lutheri, Anna Mabsut Ashufkum Hon Ahlen. Welcome in our Lutheran Church in the center of Dresden. I'm very pleased that you are making music for peace in this church.
Herzlich willkommen in dieser lutherischen Kirche. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Das stand unter den in natürlich lateinischen Umschrift für mich geschriebenen arabischen Satz, damit ich auch weiß, was ich hier sage. Und den hat mir eine gute Bekannte geschickt, die einige Jahre in der Nähe von Bethlehem gelebt hat und dort natürlich das ethnische und religiöse Miteinander und auch oft gegeneinander erlebt hat. Ihnen allen herzlich willkommen. Das gilt den Vertretern der verschiedenen Religionen und denen, die in unserer Stadtgesellschaft Verantwortung tragen. Und es gilt denen, die einfach aus Freude an der Musik und am Frieden hierher in die Kreuzkirche gekommen sind. Wir feiern in diesem Jahr 800 Jahre Kreuzkirche mit der ihm verbundenen, mit dem ihr verbundenen Kreuzchor und der Kreuzschule. Diese Kirche steht für mich auch als besonderes Symbol für den Frieden, auch weil sie mehrmals durch Kriegsereignisse zerstört und beschädigt wurde und man das ihr im Inneren auch noch ansieht, wenn man genau hinsieht. Luther ist noch zu erkennen, Melanchthon ist immer noch so beschädigt, dass man nur weiß, wenn man weiß, wer er ist, wer er sein sollte. Das macht den Charme auch dieser Kirche aus, ihre Gebrochenheit im Inneren, die uns direkt auch einen Blick auf Zerstörung und damit auf die Verantwortung für den Frieden führen kann. Hier fand in den 80er Jahren die Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung statt, eine ökumenische Versammlung über christliche Konfessionsgrenzen hinweg, die auch interreligiös mitwirkte und dann auch auf den friedlichen Charakter unserer Revolution Einfluss hatte. Und zwei Friedenssymbole prägen auch heute unsere Kirche noch, neben natürlich vielen anderen. Das eine ist das Nagelkreuz hinten in der Schützkapelle, welches die Verbindung zur weltweiten Gemeinschaft Cross of Nails deutlich macht. Vergangenen Sonntag war der Dean of Coventry hier, der dort besonders für diese Versöhnungsarbeit zuständig ist. Und ich glaube, fast jedes dritte Wort hieß von ihm Reconciliation, Versöhnung. Dafür steht Coventry und dafür steht auch Dresden. Und das andere Symbol ist das Symbol Schwerter zu Pflugscharen, welches am Denkmal Steine des Anstoßes auf dieser Seite vor der Kirche angebracht ist und als Friedenssymbol von hier aus dieser Kirche in die Welt ging. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden. Eine Vision, die uns Christinnen und Christen, aber die meisten Menschen auf der Welt begleitet. Und dies kommt aus einer Kirche, die besonders durch Musik geprägt ist, eben durch den Kreuzchor, aber viele andere Musiker, die hier für den Frieden, für ihre Verbindung zu Gott auch musizieren. Und deshalb ist es gut, dass auch wieder heute Signale für ein friedliches Miteinander hiervon ausgehen. Dass wir als verschiedene Religionen auch unsere Verschiedenheit anerkennen und erkennen und uns doch in der Friedenssehnsucht vereint sehen. Und das dann hoffentlich nicht in allzu großer Ferne auch für Syrer, für Palästinenser und Israelis, für Kurden und Türken, für Sunniten, Schiiten, Aleviten und die anderen Strömungen des Islam und für alle auch verschiedenen Strömungen des Christentums und anderer Religionen gelten möge, dass der Friede des allmächtigen und barmherzigen Gottes uns alle begleiten möge. Hoffnung, du hast ein Dach,
Sole dir wieder das Leben. Sag, hast du vergessen den letzten Krieg und was du ihm alles gegeben? Sag, hast du vergessen die Jahre der Not? Vergessen die brennenden Augen, welcher dir alles, was du geliebt, dir tut zunichte gemacht. Hast eine neue Hoffnung auf Glück, du stützt dich auf ein eigenes Schaffen, sprich, soll dir aufs Neue Stück um Stück der Krieg aus den Händen raffen.
Abraham, Ibrahim. Geh aus deinem Vaterlande und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Weißt du noch damals, als der Boden zerrüttet war, als man Gebiete an verschiedene Götter verteilte, als Krieg tobte zwischen den Gottheiten, als kein Fremder lange bei Andersgläubigen verweilte, als die Kälber und Kämpfe zum Gott weihten? Herr, erbarme dich unser, da wollen wir nicht wieder hin. Herr, erbarme dich. Denn keiner dieser Kämpfe hatte Sinn. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Wie oft hörte ich diese Zeilen, ohne dass sie je Bedeutung für mich bekamen? Damals, als wir in der Schule jeden Morgen das Vaterunser sprachen. Du lachst, weil du weißt, ich stand zwar auf, aber mein Mund blieb so verschlossen wie mein Herz. Glaub mir, damals hielt ich dich und deine Religion für einen weniger guten Scherz, so verging Jahr um Jahr, ohne dass ich verstand, was in deinem oder was in meinem Buch geschrieben stand. Und so wäre auf ewig in Dunkelheit verblieben, wäre doch eigentlich im größten Licht erschienen. Du nennst ihn Jesus und ich nehme ihn mir zum großen Propheten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Als kleines Kind sah ich in der U-Bahn eine Frau in einer Art buntem Chador. Und ich blickte minutenlang großäugig staunend rein. Denn dieses Gewand kam mir so festlich, so nicht alltäglich vor, dass ich annahm, die Frau müsse Prinzessin sein. Doch die Kinderwunderwelt verschwand und mit ihr der Zauber des Religiösen, den ich erst später wiederfand. Mein Gott, der auch der Deine ist, erbarme dich. Dein Wort, das auch das Meine ist, erlösche nicht. Zeig uns, was du Abraham versprochen hast, wie du uns zu einem großen Volke machst. Lei lei illallah Muhammadur Rasulullah waren die ersten arabischen Worte, die ich sprach. Im Urlaub gelernt von einem Jungen in sandigen Dünen. Doch scheinbar dachte ich über die Bedeutung lange nicht nach, denn in meiner Jugend konnten mir lange Zeit nur Vorurteile dienen, wenn ich versuchte, diese andere Religion zu verstehen. Da war nur ein verschwommenes Bild von Zeitungsartikeln und schimpfenden Verwandten. Gemeinsamkeiten konnte ich viel zu lange keine sehen. Wie auch, wo ich doch meine eigene Religion viel zu wenig kannte. Und so hätte ich fast verpasst, was mich jetzt so bereichert, deine Offenbarung kennenzulernen, deine Feste mit dir zu feiern. Du nennst ihn Allah, aber mein Gott, das ist der gleiche.
Wenn man weiß, was man hat, ist es leichter zu geben. Erbarme dich, weil viele nur in Vorurteilen denken, die uns in unserer Selbsterkenntnis und Weltwahrnehmung beschränken. Wir haben nicht vergessen, was Abraham uns allen mitgegeben hat. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Manchmal ist das, was uns trennt, eigentlich eine Brücke. Und schließen muss man oft nur die eigene Wissenslücke. Der Gottesname oder ein Prophet ist selten das, was uns wirklich im Wege steht. Wir sind verschieden und müssen das nicht überwinden. Doch auch in Unterschieden kann man Verbindendes finden, wenn wir es als Ressource ansehen, welche unterschiedlichen Pfade wir gehen. Dann dürfen wir es als gute Erfahrung abspeichern, wenn wir einander begegnen und uns bereichern, wenn wir uns gegenseitig respektieren, Unterschiede wertschätzen, statt zu ignorieren. Wir haben einen Stammvater in Abraham und einen Gott, egal mit welchem Namen. Daher bitten wir Gott um dein Erbarmen im Namen aller, die dich lieben. Amen. Thank you.
Vielen Dank, das war ja ganz toll. Meine Damen und Herren, seit dem Sommer 2015 gibt es im Dresdner Osten, also in den Stadtbezirken Leuben, Schachwitz und Laubegast, ein interkulturelles, das ist schwer für die Asylsuchenden, Schachwitz, habe ich auch lange geübt, Schachwitz. Es gibt wunderbare, ja, deutsche Sprache hat auch Reize, ne? Also muss man sagen, und gerade Sächsisch ist ja was ganz Besonderes. Die deutsche Sprache ist sonst immer, so, aber Sächsisch ist ein bisschen weicher, ja? Die ist sehr gemütlich, die Sprache. Kann man. Und wenn man sich Mühe gibt, pfeift sogar, ne? Zum Beispiel Tschechoslowakei, ne? Die gibt's aber nicht mehr, aber es gibt noch das Staatsschauspiel, zum Beispiel. Also, das will ich aber gar nicht erzählen. Meine Damen und Herren, ein interkulturelles Chorprojekt für Asylsuchende und Anwohner, ne? Und Ziel ist es, Asylsuchende mit den Dresdner Anwohnern zusammenzubringen und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Und da es für Asylsuchende kaum Möglichkeiten gibt, mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten, will dieses Chorprojekt Möglichkeiten zur Begegnung bieten. Gleichzeitig ist das Thema ja Asyl aktuell ein viel diskutiertes Thema in Dresden. Und zwar heißt dieser wunderbare Chor also auf Deutsch wird es heißen Sing Asylum, Sing Asylum. Klingt schöner. Sing Asylum. Ne? Die möchten die Menschen in eine entspannte Gesprächsplattform bieten und den Asylsuchenden gleichzeitig weitere Motivation zum Anwenden der Deutschkenntnisse geben. Das Projekt lebt dabei von seinen Teilnehmern. Diese sind dazu aufgerufen, zum Beispiel eigene Lieblingslieder oder Lieder aus ihrer Heimat ins Repertoire zu nehmen. Und wir hören jetzt was. Ich bitte mal den Chor auf die Bühne. Achtung, ihr hört, wir singen gleich. Guck mal. Wir hören schon was? Kommt. Asylum. So, und jetzt hören wir eines der schönsten deutschen Volkslieder in ganz verschiedener Interpretation. Bitte. Thank you.
den Mond dort stehen. Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind denn manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und alle. So. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es bleibt uns noch zuletzt das Gebet der Vereinten Nationen. Dennoch habe ich noch ein Zitat gefunden zur Heiligsprechung von Mutter Teresa auf dem Petersplatz vom 4. September, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Er sagt, diese unermüdliche Arbeiterin der Barmherzigkeit helfe uns, immer besser zu begreifen, dass das einzige Kriterium für unser Handeln die gegenleistungsfreie Liebe ist, die unabhängig von jeder Ideologie und jeder Bindung ist und sich über alle ergießt, ohne Unterscheidung der Sprache, der Kultur, der Ethnie oder der Religion. Und der Dalai Lama sagt, die Liebe und das Mitgefühl sind die Grundlagen für den Weltfrieden auf allen Ebenen. Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielseitigkeit des Lebens. Man sollte in allen Religionen jene Übereinstimmung erkennen, die in der Tiefe des menschlichen Herzens gründet. Unser Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende aller Arten. Dankeschön. Ich bitte jetzt die Kinder nach vorn. Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält. Nicht zerrissen in sinnloser Trennung nach Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung. Lass uns mit Mut und Voraussicht schon heute dieses Werk beginnen. Damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen. Ad-Dunya fil-Kawni kawkabun saghirun
فلسطيني